Unser Projekt oder unsere Forschung geht in Richtung Unterstützung von Einfamilienhäusern, zum Beispiel um Energie zu sparen. Das heißt, Beispiel Keller, man geht da einmal im Tag hin und denkt sich, habe ich jetzt das Licht ausgeschalten oder nicht? Mit unserem System kann man einfach per Fernbedienung im Wohnzimmer schauen, ist das Licht ein oder aus und das dann Fernbedienung. Man kann nicht nur vom Haus, von verschiedenen Punkten des Hauses aus steuern, sondern kann zum Beispiel auch vom unterwegs. Man fährt weg, es fällt einem ein, habe ich Bügeleisen ausgesteckt oder das Licht ausgeschaltet, könnte man mit dem Handy machen. Für diese Steuerung ist notwendig, dass man Internettechnologie verwendet und die kann einen weiteren Zweck erfüllen oder einen Nutzen erfüllen. Ich kenne leider Gottes so Zeitungsnachrichten, wie jemand ist gestürzt und 4 Tage lang ist niemand draufgekommen. Das könnte man mit so einem System verhindern, indem man über Internettechnologie einen Angehörigen informiert, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass bestimmte Dinge nicht passiert sind. Ja, und somit können ältere Menschen länger allein und unabhängig bleiben. Und wenn irgendwas passieren sollte, irgendein Problem auftritt, ist ein Angehöriger informiert und könnte dann intervenieren entsprechend.